Hallo meine Lieben, ich möchte mal wieder einen Deep Talk mit euch machen, während ich meinen diesjährigen Adventskranz gestalte. Ich habe dieses Jahr, ich habe so viel Deko, Klatsch, Tratsch, ich gebe viel zu viel Geld dafür aus. Ich habe dieses Jahr mir einen ganz billigen Rohling gekauft bei Rewe Lieferservice. Der hat 5,99 Euro gekostet. Er sieht auch ein bisschen traurig aus, um ehrlich zu sein. Aber es reicht. Ich habe schon so ein bisschen angefangen mit meiner Winter-Advents-Deko, aber nur so halb. Da fehlt noch einiges und da habe ich noch einiges zu tun. Jetzt da nächste Woche der erste Advent ist, fangen wir mal da. Ich habe mir zwei verschiedene Kerzenarten gekauft. Ich mag ja diese Sorte Petrol, so eine Mischung aus Grün und Blau. Und ja, habe mich noch nicht entschieden. Vielleicht mache ich eine Mischung drauf. Der Kranz ist eher klein und niedlich, aber es reicht für uns dieses Jahr. Meine Highscale-Pistole ist auch bereit. Und ich muss jetzt mal mein ganzes Zeug hier sichten. Ja, ihr Lieben. Wie geht's mir denn? Ja, ich jammer ja nicht so viel. Deswegen im Großen und Ganzen geht's mir gut. Ich finde, man muss sich immer daran erinnern. Mit der Jammerei, die hilft ja in der Regel nichts. Und es könnte immer noch so viel schlimmer sein. Das ist jetzt meine Art von Optimismus. Ja. Also im Großen und Ganzen geht es mir gut. Die dunkle Jahreszeit und gerade dieses feuchte, neblige, bewölkte Wetter der letzten Wochen hat mich schon ganz schön runtergezogen. Ja. Alltagsproblemchen, was die Abnahme betrifft, stagniert es total, aber das liegt halt auch daran, dass ich so ungesund esse. Ich bin schon froh, dass ich nicht mehr zugenommen habe. Ich war jetzt seit, ich glaube, 2 Wochen nicht mehr Sport machen. Ich hatte sogar kurzzeitig mir überlegt, mir ein richtig teures Laufband zuzulegen und habe sogar schon bestellt und wieder storniert, weil ich dann gedacht habe, ach nee, erstens habe ich dafür das Geld nicht und müsste schon wieder einen Ratenkauf machen. Leute, Ratenkauf ist gefährlich, man kann da zu schnell den Überblick verlieren. Ja, meine Finanzen und ich ist nochmal ein anderes Thema, aber ich habe es wieder abbestellt, weil in der Vergangenheit war es leider so, dass jedes Mal, wenn ich mir teure Sportgeräte gekauft habe, ich sie nicht wirklich konsequent genutzt habe. Und es ist schon auch so, dass es mir definitiv am meisten Spaß macht, draußen laufen zu gehen. Allerdings habe ich im Moment mit meiner Vollzeitstelle einen klassischen 9-to-5-Job. Probleme, das ist ja jedes Jahr so um diese Jahreszeit das Problem, dass es außerhalb meiner Arbeitszeiten dunkel ist, was dann nur das Wochenende übrig lässt für Sport, so Tage wie heute. Heute muss ich jetzt zu Hause bleiben, weil ich noch Fressnapf-Pakete erwarte für meine lieben Schweinchen. Und dann schlafe ich ja auch gern aus. Also es ist, die Wintersaison ist für mich einfach schwierig, weil ich ja auch wirklich im Dunkeln nicht freiwillig vor die Tür gehe, weil ich im Dunkeln hilflos bin. Klar habe ich ein paar Hilfsmittel wie meinen Blindenstock, aber es fühlt sich trotzdem nicht gut an. Und deswegen vermeide ich das, was dazu führt, dass ich mir gerade im Winter immer mehr wie so ein kleiner Eremit vorkomme, der sich so ein bisschen zu Hause verkriecht. Ja, weil es halt einfach ein Stück weit auch so ist tatsächlich. Deswegen seid ihr jetzt quasi mal mein Fenster nach draußen. Was den Sport betrifft, ist das natürlich nicht so gut. Ich habe immer wieder
nach Alternativen gesucht, die ich zu Hause machen kann. Ich habe einen ganz tollen Heimtrainer, Fahrrad zu Hause, den ich mir ja extra gekauft hatte, weil er bis 180 Kilo trägt vor der OP und das ist auch super. Und ich habe ja auch meinen Bauch-Hula-Ring und ich habe Hanteln und ich habe eine Stepbank und es hält mich eigentlich nichts davon ab. Ich könnte auch zu Hause auf dem Teppich mir die Stepbank abends hinstellen und eine halbe Stunde hoch und runter laufen. Ich mache es aber halt nicht. Das ist ein Problem. Ich muss daran echt arbeiten. Und ansonsten hatte ich wirklich so ein bisschen den Herbstblues, ein bisschen deprimiert. Die Alltagsprobleme und das Wetter haben mich sehr runtergezogen und das hat dazu geführt, dass ich A, viel zu viel Süßkram gegessen habe und B, auch abends sehr häufig Rotwein getrunken habe und Rotwein, also Alkohol, hat viel zu viele Kalorien und ist beim Abnehmen, wir sollen es eh nicht trinken, aber beim Abnehmen ist Alkohol auch gar nicht so gut. Und dann bin ich in dieser Spirale, in diesem Kreislauf, also mein Gewicht ist stabil, ich habe es gerade heute Morgen geguckt, ich habe vor 3 Wochen 102,9 Kilo gehabt. Ich habe heute Morgen 102,9 Kilo gehabt. Also ich wiege 103 Kilo. Stabil, Gott sei Dank, trotz der Nascherei, trotz dem Wein und trotz des Nicht-Sportmachens. Aber das wird natürlich nicht auf Dauer so bleiben, wenn ich mich nicht ein bisschen zusammenreiße und mir Mühe gebe. Ja, ich muss mal gerade mein Material sichten und mich entscheiden, wie ich den Kranz mache. Das ist ein Problem. Nächstes Frühjahr bin ich 3 Jahre operiert. Und die Statistiken sind da sehr eindeutig. Die meisten Leute nehmen wieder, also diese 10% ihrer Abnahme wieder zu. Also ich habe jetzt 63 Kilo abgenommen. Das würde heißen, ich würde wieder 7 bis 10 Kilo zunehmen langfristig. Habe ich ehrlich gesagt keinen Bock drauf. Ist auch nicht bei jedem so. Es ist halt einfach eine Mehrheitsstatistik. Aber bei den meisten. Und manche nehmen sogar noch mehr wieder zu. Sehr viel mehr. Da haben wir alle Angst vor, da habe ich auch keinen Bock drauf. Natürlich, meine Lebensqualität ist mir wichtig und die wird ja auch nicht beeinflusst. Ich mache ja, was ich will und lebe bisher ganz gut damit, aber ich muss natürlich aufpassen. Also das Problem, was ich so ein bisschen mit mir habe, ist im Moment, dass ich mir ein Ziel gesetzt habe, bis zum Ende des Jahres UHU zu sein und eigentlich so knapp davor bin, und jetzt hängt es und ich kriege es einfach nicht hin. Beziehungsweise ich würde es, glaube ich, schon hinkriegen, wenn ich jetzt ein Diätprogramm durchziehen würde, mit wirklich mich in irgendeiner Form halt einzuschränken. Einen Kalorienplan zum Beispiel, 1400 maximal pro Tag oder so. Keine Süßigkeiten, kein Alkohol, regelmäßig Sport. Dann würde ich das vielleicht sogar noch hinkriegen, obwohl 4 Wochen... Es ist ja nicht mehr lang bis zum Jahresende, obwohl das schon echt knapp wäre. Ja, aber das habe ich halt nicht gemacht. Und das Ergebnis ist, dass jetzt mein Gewicht stagniert. Ich bin in das Jahr gestartet. Ich hatte ja vor meiner Umbaumagen-Bypass-OP noch mal einiges zugenommen. Ja, auch so 7 Kilo ungefähr. Und ich bin so mit knapp 114 Kilogramm in das Jahr gestartet. Und bin jetzt bei 103. Also klar, in diesem Jahr sind nochmal 10, 11 Kilo weggegangen und darüber freue ich mich auch. Aber es hat natürlich auch was, ein Versprechen an sich selber möchte man natürlich auch gerne halten. Werde ich jetzt dieses Jahr realistisch gesehen nicht mehr hinkriegen. Aber ich versuche mich jetzt nicht zu sehr damit zu belasten. Es ist letztlich auch nur ein Datum und auch dieser dunkle Winter wird vorbeigehen und auch diese Krise wird vorbeigehen. Und dann
starte ich wieder voll durch. Es wird für mich auf Dauer langfristig sowieso nie so einfach sein, ein Sportprogramm durchzuziehen, wie gesunde Menschen das machen. Ich bin halt einfach blind, auch wenn man mir das nicht so ansieht. Ne? Also meine Blindheit ist zunehmend und schleichend und ja, ich muss halt einfach, ist für mich schon traurig und zieht mich auch immer mal wieder runter, weil ich ein sehr freiheitsliebender Mensch bin, der sehr viel Freude an Bewegung hat. Das ist schwierig, wenn ihr schlecht seht, weil man natürlich nicht mehr einfach so drauf loslaufen kann und je schlechter es wird, desto weniger. Also eine komplett erblindete Person kann ja ohne Begleitperson oder Begleithund oder einfach mal so frei drauf losrennen, das geht dann nicht mehr. Und das, naja, ich will euch jetzt gar nicht so sehr runterziehen. Wir wollen heute, aber Deep Talk ist halt Deep Talk. So. Ja, also das ist im Moment meine Situation. Ich bin nicht ganz so zufrieden damit, wie es im Moment läuft, weil ich sehe, dass ich Fehler mache, die ich gerne nicht machen würde, aber es ist ja auch immer wichtig, nicht zu viel auf einmal ändern zu wollen, damit man sich nicht selbst quasi zum Scheitern verurteilt, sondern realistisch kleine Ziele sich zu setzen. Ich muss mir überlegen, welche Farben ich hätte eigentlich gern. Ach Gott, mein Bäumchen ist abgeknickt. Ich hätte eigentlich gern... Ja, also, das ist halt wirklich ein bisschen traurig. Was Elegantes in Grün und Beige. Mal gucken. Ich liebe ja die Weihnachtszeit und die Magie von Weihnachten. Ich bin im Moment wirklich so ein bisschen down, weil ich bin ja auch jemand, der so gerne an Magie glauben möchte und sich das erhalten möchte, weil es einfach das Leben schöner macht. Aber irgendwie, je älter ich werde, und ich bin ja schon so ein naturwissenschaftlicher Vernunftstyp eigentlich, schlägt auch in meiner Brust das Herz und ich möchte so gerne daran glauben, an verschiedene Dinge, aber sagen wir, meine Lebenserfahrung und meine Erfahrungen und Wissen stehen so ein bisschen dagegen und das nervt mich auch. Ich fand es so schön, als man klein war und als ich klein war und mir irgendwelche Fantasiewelten ausgemalt habe und der Glaube noch so eine Naivität hatte und der Glaube an bestimmte magische Welten. Und es hatte alles so eine schöne Unschuld, so eine Naivität, die ich jetzt nicht mehr wiederfinde. Und so ein bisschen die... Also ich fürchte fast, das ist so ein Negativ-Deep-Talk hier, das ist ja fürchterlich. Ich bin ja, sprühe ja gerade von Negativität, ich merke es gerade selber, ist ja fürchterlich. Aber gerade Weihnachten war immer was, wo ich sehr lange den Glauben an die Weihnachtsmagie mir behalten wollte und auch so ein Stück weit immer noch auch für meine Kinder das sehr lange aufrechterhalten habe. Ja, und jetzt sind die Kinder mit einem Puschen aus der Tür. Mein ältester Sohn hat ja angefangen zu studieren, der wird im Februar 19, mein jüngster Sohn wird im März 16 und macht seinen Schulabschluss und ja, der wird auch am liebsten direkt aussehen und selbstständig sein, der kann es gar nicht erwarten, aber da wird es wohl noch ein paar Jährchen dauern. Ja, es ist halt einfach... Es verändert sich. Und ich liebe Weihnachten. Und ich mache es mir selber auch gerne schön, unabhängig davon, ob jemand da ist. Aber
Also ich weiß gar nicht, ob ich euch dieses Video zumuten kann, weil ich merke gerade selber, ich ziehe euch und mich total runter. Wir sollten über was Schönes reden. Ich muss jetzt mal meine Dinger finden. Die hatte ich vorhin schon in der Hand. Kerzenspießer-Dinger. Na, die hier halt, ne? Weil die schwarzen sind, glaube ich, ein bisschen zu groß für den kleinen Kranz. Aber ich habe noch andere. Die hatte ich vorhin auch schon in der Hand. Aber wo sind die jetzt? Muss ich mal kurz schauen. Übrigens, Verwandtschaft in den USA zu haben, ist echt teuer. Ich habe dieses Jahr mal wieder ein Weihnachtspaket gepackt. Und fahre ja fast aus den Latschen, wie teuer das ist, das nach Amerika zu verschicken. Das kostet 80 Euro. Nur der Paketversand. Das sind zwar nicht die, die ich gesucht habe, aber von der Größe her könnte das passen. Normalerweise hatte ich in der Vergangenheit größere Grenzen. Und ich hatte mir auch vor Jahren mal auf dem polnischen Markt zwei so fertige gekauft, die eigentlich auch ganz nett sind. Aber irgendwie ist das so zur Tradition geworden, mit dem Adventskranz machen. Ich mache das Adventsgesteck für unsere Familie tatsächlich schon seit ich denken kann. Mal diese hier, die hatte ich dort auf dem polnischen Markt mal gekauft, weil ich mich hier entscheiden konnte, gleich zwei. Wenn es um Weihnachtsdeko geht, bin ich nicht zu halten. Ich zeige euch das mal. Das glitzert auch so schön. Aber das, mein Problem ist halt, dass man die, ja, naja, das ist halt im Prinzip Fertigdeko. Und ich will halt selber was gestalten, weil ich das immer gemacht habe. Deswegen mache ich letztendlich doch immer noch meinen eigenen. Deswegen habe ich tatsächlich alles in meinen Weihnachtskisten von Rot, Gold, Silber. Also früher war ich da eher so auf den, bei den kalten Farben, Silber, Blau, Grün, aber je älter, weil eigentlich bin ich nicht so ein Goldfan, aber je älter ich werde, es ist immer mehr so Richtung diese Bronzetöne und so ein schönes glitzerndes Gold ist halt auch schon nett und jetzt habe ich einfach alles da. Und weil ich mich nie entscheiden kann, wird es am Ende immer total bunt. Und viel bunter, als ich das gedacht habe. Es gibt ja viele, die so einen bestimmten Farbgedanken haben beim Machen vom, beim Schmücken vom Haus, Baum, Kranz. Ja, das gelingt bei mir nie, weil ich mich dafür zu wenig festlegen kann. Der verliert jetzt schon so viele Nadeln. Also vielleicht, weiß nicht, die hätte ich dieses Jahr doch ein bisschen mehr investieren sollen. Naja, also die passen. Das ist gut. Jetzt muss ich mich nur noch entscheiden, was drauf kommt. Ein schöner Glitzerstern geht immer. Da ist ja nicht so viel Platz. Da kann ich ja jetzt mich nicht so austoben. Diese kleinen Wichtel, ich liebe sie. Mir tut gerade so die Schulter weh. Ich weiß auch nicht, warum. Habe ich mich irgendwie falsch bewegt? Orange. Zimt. Ich habe hier so ganz viele kleine Kügelchen drin. Ne? So Deko-Kügelchen. Und ich glaube, ich schmeiß jetzt mal. Mein. Ja, ich glaube, ich bleibe bei so einem klassischen Beige-Gold. Na, mal gucken. Wahrscheinlich bunt. Einfach bunt. Ich werde jetzt mal meine Pistole reinstecken. Erzählt mir doch mal in den Kommentaren, wie das bei euch so läuft. Also ganz klassisch, Weihnachten total wichtig in meiner Familie. Wir waren ja im Osten nicht so religiös geprägt. Deswegen auch bei uns auf dem Land in Vorpommern war das Knecht Ruprecht.
der Weihnachtsmann halt, ne? Das war Knecht Ruprecht, aus der aus dem Wald kam mit dem Schlitten und eher streng war und geschimpft hat, wenn man den Eltern nicht gehorcht hat und nicht gemacht hat, was man sollte. Von dem hatte ich als Kind natürlich auch ordentlich Angst und Respekt. Und in die Kirche gegangen sind wir gar nicht tatsächlich, aber was halt an Weihnachten, naja, ich bin in einem kommunistischen Land aufgewachsen, das dürfte euch jetzt nicht so sehr wundern. Wie gesagt, hatte kein kirchliches, jetzt habe ich sie gefunden, jetzt, da sitzt sie. Hatte kein kirchliches Umfeld, meine Oma väterlicherseits war sehr gläubig, aber sie war eigentlich die einzige in der Familie. Und die hat mir tatsächlich auch als kleines Kind beigebracht, Geschichten aus der Bibel erzählt, mir das Beten beigebracht, mir ein, zwei, also ja, eigentlich hat sie mich zum Glauben gebracht tatsächlich. Und aber wir sind halt nie in die Kirche gegangen. Und Weihnachten war bei uns vor allen Dingen ganz einfach, aber wunderschön. Wir waren jetzt nie so die Sorte Familie, die so wahnsinnig viele Dinge regelmäßig gemeinsam unternommen hat. Da waren Weihnachten und in der Adventszeit war das halt anders. Dann haben wir zusammen Weihnachtssendungen geguckt auf den zwei Kanälen, die es gab. Dann haben wir zusammen Plätzchen gebacken, zusammen Adventskaffee getrunken. Wir sind in der Herbstzeit in den Wald gegangen, haben Pilze gesammelt. Wenn ich das heute im Herbstwald rieche, denke ich noch immer daran zurück, total gerne. Es gab Apfelsinen und Nüsse, wir haben zusammen den Baum geschmückt, wir haben süße Teller bekommen. Wir kommen aus einer ganz klassischen, wirklich eher armen Arbeiterfamilie, aber ich habe das damals gar nicht so empfunden, dass wir arm waren. Ich finde das auch total scheiße, immer zu sagen, dass man arm ist, weil letztendlich, was braucht man als Mensch wirklich? Man braucht ein Dach über dem Kopf, was zu essen und menschliche Wärme vor allen Dingen, also Leute, die einen lieb haben und ja, und das hatte ich. Ne? Also von daher. Und meine schönsten Kindheitserinnerungen spielen in der Weihnachtszeit. Wir haben viel gesungen. Das sind halt dann auch so Sachen, auf die sich alle einigen konnten. Auch wenn man, als man älter geworden ist, auch als Teenager habe ich immer noch gerne die Weihnachtsmusik gehört, zusammen mit meinen Eltern. Wir haben gesungen, geschmückt. Ja, es war einfach immer was ganz Besonderes, auch ganz ohne den traditionell kirchlichen Hintergrund. Der traditionell kirchliche Hintergrund, der kam für mich erst so als Erwachsene dazu. Als ich schwanger war mit meinem ältesten Sohn Noah und gerade das erste Mal von meinem Ex-Mann verlassen wurde, weil er mich betrogen hatte, da bin ich aus allen Wolken gefallen, hatte schlimmen Liebeskummer und wir waren auch ein paar Wochen getrennt, weil er eine Affäre hatte. Und ja, ich war damals zu dem Weihnachtsfest dann im siebten Monat schwanger und bin das erste Mal zu Weihnachten in die Kirche gegangen, was ich schon immer mal machen wollte, aber in dem Jahr bin ich gegangen, schwanger. Ich konnte mich so mit der armen Maria identifizieren und seitdem war ich jedes Jahr. Seit ich 25 bin, bin ich jedes Jahr an Weihnachten in der Kirche und bin ja auch vor 2 Jahren in die evangelische Kirche eingetreten und habe mich taufen lassen. Bin allerdings kein aktives Gemeindemitglied, wo ich manchmal schlechtes Gewissen habe, aber dafür fehlt mir einfach die Zeit. Aber ich finde es super zu wissen, dass ich, wenn ich auch selber vielleicht mal eine Anlaufstelle brauche, wo ich mal zu einem Adventskaffee gehen kann oder mal zu einem gemeinsamen Mittagessen, dass man halt sowas gegen die Altersarmut tut, wenn man vielleicht selber alt ist und nicht mehr so viel hat, dann glaube ich, ist das so eine Gemeinschaft was ganz Gutes. Also, ja. Ich weiß gar nicht, worauf ich jetzt damit hinaus wollte, aber die
die Wende war, da war ich knapp 10. Und das ist halt einfach meine Kindheit, das Weihnachten meiner Kindheit. Wir hatten ja in der DDR immer Knappheit an sehr vielen Dingen und Orangen hatten wir zum Beispiel das ganze Jahr über nicht. Aber am Weihnachten gab es dann halt mal 3 bis 5 Kilo, wenn man Glück hatte. Und das war dann eben für mich wirklich was ganz Besonderes. Oder auch die Nüsse, Nüsse knacken, absolute Weihnachtstradition in der Familie. Meine Lieblingsnüsse sind nach wie vor Haselnüsse. Der Rest meiner Familie liebt Walnüsse. Und dann ein Märchen im Fernsehen zusammen angucken. Das ist so klassisches Weihnachten, wie es nicht besser geht. Ein altes Klassiker-Märchen, auch gerne ein russisches Märchen oder 3 Haselnüsse für Aschenbrödel. Dabei beim Kaffee mit ein paar Plätzchen oder jemand knackt Nüsse. Man hört die ganze Zeit im Hintergrund das Nüsse knacken bei Kerzenschein. Ja, das ist einfach schön. Ich merke bei meiner Mutter, die jetzt hier, dass sie so ein bisschen weihnachtsverdrossen ist und eigentlich gar keinen Bock mehr hat da drauf. Ich hoffe, dass das bei mir nicht passiert, obwohl ich sie schon so ein bisschen nachvollziehen kann. Es ist auch schwierig, weil 2022, eine Woche vor Weihnachten, mein Papa gestorben ist und das natürlich dem Weihnachtsfest nochmal so eine Bittersüße hinzufügt. Andererseits weiß ich, dass mein Vater Weihnachten auch geliebt hat, obwohl meine Mutter sagt zum Schluss auch nicht mehr so. Ich weiß nicht, es ist einfach die Verdruss des Alters. Man sagt ja immer, Weihnachten ist nur mit Kindern schön, da ist schon viel dran. Aber ich will mir das trotzdem nicht wegnehmen lassen, auch wenn ich älter werde. So, ich fange mal an zu kleben. Eine Orangenschale kommt auf jeden Fall dran. Ja, also Weihnachten ist was, was ich mir nicht nehmen lassen will, obwohl ich natürlich auch sein kann, dass ich das in ein paar Jährchen dann auch anders sehe. Ich hoffe nicht, weil es bringt so ein bisschen Glitzer, so ein bisschen kleine Alltagsmagie wieder zurück. Auch für jemanden, der zu vernünftig ist und nicht, für den es die Magie so ein bisschen verloren hat. Ich bin manchmal echt traurig darüber. Habt ihr schon mal mystische Erlebnisse gehabt? Eine meiner allerliebsten Geschichten als Kind, ich war ja eine Leseratte und der Zauberer von Ost durfte mir nicht lesen in der DDR, aber wir hatten eine russische Version davon tatsächlich. Das war vom Thema her dasselbe. Sie ist in ein Zauberland gelandet. Und da gab es sogar ganz viele Teile davon. Also, ich glaube 6. Die habe ich alle. Die habe ich als Kind gelesen. Noch und nöcher. Da hieß es halt, das Buch nicht Der Zauberer von Oz, sondern Der Zauberer der Smaragdenstadt. Und das Mädchen hieß nicht Dorothy, sondern Ellie. Aber sie ist eben auch in diesem Zauberland gelandet. Es war halt einfach kommunistisch angepasst. Und als ich dann festgestellt habe, dass es da sogar einen Film davon gibt und das Original und hier mit Judy Garland, das ist halt so, ja, es ist im Prinzip meine, da habe ich auch, das war mein Lieblingsmärchen, weil, ja, Somewhere Over the Rainbow, irgendwo ist da vielleicht ein Fantasie-Zauberland, wo es keine Sorgen und Probleme gibt. Daran habe ich auch geglaubt und möchte ich auch gern glauben. Ja, und Essen. Essen war natürlich ein sehr wichtiger Teil von Weihnachten. Irgendwie ist das ja bei allen Feiertagen so. Das ist natürlich für uns Magenoperierte manchmal gar nicht so einfach, weil wir ja eher ein gestörtes Verhältnis zum Thema Essen haben. Und guck mal. Für mich zum Beispiel von Anfang an klar war, das will ich mir nicht wegnehmen lassen. Ich war sowieso jemand,
der zwar die OP und die positive Veränderung dadurch wollte, aber ich hatte extreme Angst davor, dass man mir damit was wegnehmen könnte. Nämlich meine, also, dass ich dann halt Sachen nicht mehr essen kann, die ich lecker finde, dass ich durch, naja, was ja letztendlich auch so ein bisschen das Ziel ist. Aber ja, das ist halt für mich auch, ich will mir halt einfach, ich muss zu solchen Dingen immer aus meiner eigenen Erkenntnis kommen. Das ist schwer zu beschreiben. Ich muss selber, mir darüber im Klaren werden und das aus eigenem Antrieb ändern wollen. Wenn mir sowas vorgeschrieben wird, auch wenn es durch eine körperliche OP ist, dann funktioniert das bei mir nicht. Da bin ich einfach zu rebellisch dafür. Und ich glaube, das Geheimnis ist für alle, die da ähnlich ticken wie ich, dass man Kompromisse sucht, mit denen man leben kann. Dass man dann eben versucht, es von der Menge her einzuschränken, was im Anfang automatisch ist, dass man vielleicht versucht, gesündere Alternativen zu backen oder zu finden, dass man immer eine Eiweißkomponente mit einbaut oder dass man zum Beispiel sagt, okay, heute esse ich wirklich, was ich will, aber dafür gucke ich, dass bei jedem Essen Eiweiß mit dabei ist, dass ich nicht nur Schokolade esse zum Beispiel. Keine Ahnung. Also man muss halt einfach, ja, sich mit dem Thema beschäftigen. Was ist gut für mich? Was tut mir gut? Was nicht? Und dann was finden, was man in seinem Leben umsetzen kann. Der Uhu auf meinem Pulli ist ja nicht süß. Schade, dass er nur auf meinem Pulli ist und nicht auf der Waage. Naja. Okay. Mein Kranz ist eigentlich schon fast voll, weil er so klein ist. Diese braunen Kugeln, die hatte ich ja letztes Jahr bei Temu gekauft. Aber ich möchte eigentlich vielleicht sogar, ich glaube, ich mache jetzt mal die Kerzen drauf, damit ich von der Farbzusammensetzung her. Ja, ich glaube, ich werde es mischen. Ich habe mich so gefreut, als ich diese Farbe an Kerzen beim DM gesehen habe, dass ich die sofort eingepackt habe, schon vor ein paar Wochen, obwohl es dann auch viel zu früh war. Weil, ja, ich liebe diese Art von Blaugrün. Also gut, meine Farbwahrnehmung ist nicht mehr die beste wegen meiner Sehbehinderung, aber für mich ist das so Petrol, so eine Mischung aus Lindgrün und Petrol. Kann sein, dass ihr das sagt, die sind doch grün. Für mich sind sie blaugrün. Ja, ich glaube, ich mische es so. Ne? Das ist doch eigentlich ganz nett. Und es passt auch von der Größe ganz genau. Und jetzt habe ich da schon wieder nur Gold, Braun und Beige dazwischen, obwohl ich eigentlich kühle Farben nehmen wollte. Das ist das, was ich meine. Ich kann mich irgendwie immer nicht festlegen und es wird am Ende dann doch immer anders. Ich glaube, so eine braune Kugel würde eigentlich ganz gut dazu passen. Die klebe ich jetzt einfach mal da drauf. Weil die glitzert so schön. Und wenn die Kerze dann an ist. Das sind halt so Styroporkugeln von Temu. Die sind sowieso besser, weil man sie dann, wenn sie runterfallen, nicht kaputt gehen. Guckt mal. Da ist jetzt eine orange Scheibe, dann die glitzernde Kugel. Ja, diese Mystik. Ich will ja jetzt nicht wieder uns alle runterziehen, aber beschäftige mich ja halt schon auch mit dem, also was ich halt
Ich möchte halt eigentlich gerne daran glauben, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Möchte ich. Es ist ja, also in meinen 20ern und 10er Jahren und als Teenager, in den 90ern und den frühen 2000ern, da war ja diese Mystikwelle, also alles so esoterische, total verbreitet. Und ich war da sowas von dabei. Ich habe Astrologie quasi studiert. Ich habe ein total großes Fachwissen zum Thema Astrologie. Ich habe Bücher gelesen, ich habe Tarotkarten gelegt, ich habe bei Wahrsagern und Hellfühlern angerufen, ich habe Rituale vollzogen, ich habe Horoskope erstellt und ausgewertet, ich hatte sogar eine Astro-Zeitschrift abonniert, die wöchentlich rauskam. Ich war sowas von im Thema. Und alles, weil ich halt so diesen Wunsch in mir habe, das so die Sinnfindung halt. Und ich wollte, hatte halt diesen Wunsch in mir, an etwas zu glauben, dass mir Sinn und Halt gibt und mich darin bestärkt, dass wir nicht endlich sind. Ich habe schon so ein bisschen Angst davor, einfach vergessen zu sein, was eigentlich, ja, ist ganz schön egozentrisch, ich will ja nicht so egoistisch sein, aber es ist ja schon so, dass wir jenseits unserer Großeltern eigentlich sogar in unseren eigenen Familien ja vergessen, ganz normal und regelhaft. Ich meine, wisst ihr über eure Urgroßeltern noch viel? Vielleicht ein paar biografische Daten, wie sie hießen, ob sie verheiratet waren, wenn ihr Glück habt, noch Geburtsdatum und Sterbedatum, aber da hört es dann meistens auch schon auf, Hochzeitsdaten oder sowas. Und viel mehr weiß man über diese Person nicht. Also ich habe meine Urgroßeltern zum Beispiel gar nicht kennengelernt, ich kenne die nur vom Erzählen. Und einen Teil der biologischen Familie kenne ich ja auch gar nicht, weil meine Mutter einen Vater hat, den sie nicht kennt. Und ich sehe es ja auch an mir selber. Ich habe meine Oma väterlicherseits total geliebt. Die hat mich sehr geprägt. Aber die ist gestorben, als ich 14 war. Das war 1994. Das ist jetzt Wahnsinn, 30 Jahre her. Und ich denke, klar, denke ich häufiger an sie, aber es wird schon auch immer weniger im Laufe der Jahre. Und meine Kinder wissen halt gar nichts über sie. Die wissen ja nur das, was ich erzähle, und die wollen eher immer weniger, dass ich so ständig in der Vergangenheit schwebe. Die hören mir dann oft schon gar nicht richtig zu, wenn ich mit so Themen anfange. Und dann geht das Wissen verloren. Und gerade meine Oma hat so ein aufregendes Leben gehabt als junge Frau in den Kriegsjahren, dass ich damals eigentlich vorgehabt hatte, darüber ein Buch zu schreiben. Und jetzt merke ich selber, dass man im Laufe der Jahre auch so viel vergisst. Und ich war 14, als sie gestorben ist. Alles, was sie mir erzählt hat, geht so ein Stück weit verloren. Ja, und mit mir, mit jeder Generation, die wegstirbt, geht mehr verloren, und irgendwann erinnert man sich halt maximal noch zwei Generationen zurück. Und ich finde das erschreckend. Ich mag die Geschichte und Historie auch gern deshalb, weil es halt so Leben von Leuten nachvollzieht, an die sich keiner mehr erinnert. So die menschlichen Geschichten interessieren mich da tatsächlich immer sehr. Da gibt es auch so ein paar geschichtshistorische Podcasts, die ich gerne, sehr gerne höre, genau aus diesem Grund. Und und einfach dieser Gedanke, dass man vielleicht doch einfach auch wirklich die Augen zumacht und weg ist und es eben kein Leben nach dem Tod geht, und maximal ein paar Jahrzehnten ist man dann total vergessen.
irgendwie finde ich das mega beängstigend. Also es ist jetzt nicht so, dass ich denke, ich bin eine super wichtige Person auf der Welt. Also versteht mich nicht falsch, es macht mir einfach Angst. Weil, naja, weil dann auch die Sinnfrage dahinter stellt. Ja, warum ist man denn? Was ist dann der ganze Sinn der Existenz, wenn es am Ende eh umsonst ist, so ungefähr? Ich ziehe euch mega runter. Tut mir leid, aber ich habe Jahre meines Lebens damit verbracht, mir über solche Themen den Kopf zu zerbrechen. Und deswegen bin ich da auch, wie gesagt, als junge Frau extrem in der Esoterik-Ecke gelandet. Mittlerweile bin ich Mitte 40, ich werde im März 45 und bin halt ja, disillusioniert, weil ich weiß, dass das alles Quatsch ist. Weil ich ja mittlerweile auch viele Studien und Hintergründe gibt und ich halt auch wirklich den Fakten sehr vertraue und meine eigenen Erfahrungen und der ganze Esoterik-Scheiß. Also sorry, aber es ist halt einfach, unwissenschaftlich. Man kann sich alles so hinreden, wie man es gerne hätte, aber an Horoskopen ist wirklich gar nichts dran. Das kann jeder so machen, wie er dran glaubt. Ich war selber da drin, wie gesagt. Ne, deswegen seid mir nicht böse, wenn ihr an das alles glaubt. Ich verurteile euch dafür nicht. Ich sehe es halt einfach nur anders. Also ich habe da eine andere Meinung dazu mittlerweile entwickelt. Und ja, und diese Erfahrungswerte und diese Meinung, die macht es mir halt sehr schwer, noch an Wunder zu glauben. Und ich habe Angst, dass wir wirklich einfach am Ende des Lebens die Augen zumachen und das war's. Ich finde das beängstigend. Weil, ja, und ich bin ja auch in die Kirche eingetreten. Das ist ja eigentlich der Hauptglaube auch, ne, der Kirche, dass man eben ein Leben nach dem Tod hat und seine. Und das ist ja auch das, was einem Trost gibt, wenn Familienmitglieder und liebe Menschen sterben, dass man denkt, man sieht sich in irgendeiner Form wieder. Aber ich hätte halt gerne einen Beweis, dass das auch wirklich so ist. Ist doch nicht zu viel verlangt, oder? Gleichzeitig machen mir Geistergeschichten total Angst. Alles Paranormale rutscht ja schnell ins Unheimliche ab. Dazu bin ich auch viel zu sehr ein Schisser. Da habe ich maximal Angst davor. Ich will eigentlich keine Geister sehen. Aber andererseits möchte ich halt schon gern wissen, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Allerdings möchte ich natürlich nicht als Geist enden, der irgendwie in einer paranormalen Ebene herumgeistert und keinen Einfluss mehr auf. Also, wisst ihr, was ich meine? Es ist einfach traurig. Es ist echt traurig. Ich möchte an Wunder glauben. Und es fällt mir halt schwer, daran zu glauben. Was kann ich da machen, Leute? All die tapferen und tollen Menschen, die schon vor uns da waren, die nicht verdient haben, in Vergessenheit zu geraten. Ja, deswegen versuche ich auch immer so ein bisschen Magie in meinen Alltag zu holen. Aber, ja. Ich sitze halt schon oft da und warte darauf, dass der andere Schuh runterfällt, sozusagen. Wait for the other shoe to drop. Jedes Mal, wenn mein Leben eigentlich ganz gut läuft, kann ich es immer gar nicht so wahrhaben und habe Angst, dass jetzt ja was passieren wird. Ja, was mich halt auch so ein bisschen an diesen esoterischen Sachen stört, ist halt,
dass den Leuten darin oft suggeriert wird, dass sie entweder gar keinen eigenen Einfluss auf ihr Schicksal haben, weil ja alles vorbestimmt ist, oder dass sie selber schuld sind an dem, was ihnen passiert. Das geht halt in meinen Augen gar nicht. Letztendlich finde ich, ist unser Leben eine Kette von Reaktionen auf das, was uns passiert. Und auf viele Sachen davon haben wir eben gar keinen Einfluss. Wir können nicht entscheiden, in welche Familie wir geboren werden. Wir können nicht entscheiden, ob wir als Kinder gut behandelt und geliebt werden. Und das sind ja nachweislich Sachen, die das weitere Leben total beeinflussen. Und da hat man keinen Einfluss drauf. Leute, ich bin schon sehr happy mit meinem Kränzchen. Es ist wirklich ein Kränzchen. Ich habe noch so eine 2 Meter lange Kette gelandet, die im Flur kommt. Den wollte ich vielleicht auch noch ein bisschen verschönern. Oh ja. Ich weiß nicht, warum hier das Licht immer so flackert. Das ist kein gutes Kameralicht. Also, da habe ich jetzt hier so goldene Sterne, Äpfelchen, braune, rote, grüne, goldene Kügelchen, Orange, Tannenzapfen, Apfel- und Zimtstange. Ja, gefällt mir sehr gut. Ich werde meine Weihnachtsdekoration fortsetzen und versuche nicht zu viel über den Sinn des Lebens zu grübeln. Aber ja, es heißt ja nicht umsonst Deep Talk, das Video. Wenn ihr bis hierher durchgehalten habt, sagt mir mal, wie ihr das Ganze so seht. Und lasst uns gemeinsam einfach, ich schicke euch jetzt zum Schluss noch mal ein bisschen positive Energie, weil ich weiß, dass einen diese Gedanken natürlich auch so ein bisschen runterziehen können. Und das möchte ich nicht. Ich möchte, dass ihr den Licht- und Weihnachtszauber und Adventszauber genießt. Ich möchte, dass ihr vor allem, egal ob man jetzt an Mystisches glaubt oder nicht, an das Gute im Menschen glaubt. Denn daran glaube ich ganz fest. Und damit möchte ich euch jetzt entlassen. Glaubt an das Gute im Menschen. Jeder von uns ist dazu fähig, Gutes zu tun und sollte es tun. Und das ist das, was das Leben von uns allen am Ende ein bisschen besser macht. Also, danke, dass ihr bei diesem Deep Talk dabei wart und teilt eure Gedanken mit mir in den Kommentaren. Bis dann, eure Susi.